Was geht? Wenn es regnet, einfach Kofferraum aufmachen und einfach unter Kofferraum chillen, ne? Willkommen zu einer neuen Vlog-Folge von uns beiden. Hallo! Wir fahren zu Anne. Mal gucken, wie sie sich freut. Ja, da wohnen wir bald. Meinst du, Mama wird sich freuen? Lass mir kommen. Ja. Wir leisten ja auch Gesellschaft. Natürlich. Leute, heute ist es mega heiß. Und ich habe mega Hunger. Ich habe eben noch die Heizung angehabt, deswegen ist es jetzt so warm. Ja, deswegen ist es warm, weil die Heizung an. Ja, aber es ist draußen mindestens 20 Grad ja, gefühlt. Ja, hier war eben auf 30 Dings Klima. Das hier ist meine Frau. Ja. Leute, das war die beste Investition, die ich getätigt habe. Passt alles rein. Leute, kauft eurer Frau auch so eine Tasche. Beste Investition. Schatz, ich habe schon mega viel für Mira gekauft. Echt? Für das Zimmer. Nein. Du weißt gar nicht, ich habe das alles bei Mama gebunkert. Echt? Ja. Krass. Ja. Ich will aufsehen. Nein. So, mein Schatz, jetzt ein Schwangerschaftsupdate. Ein Schwangerschaftsupdate. Also wir sind in die 30. Woche gekommen. Ja. Und ja, ich habe immer noch stark Sodbrennen. Ja. Ich habe einen Eisenmangel, deswegen muss ich Tabletten nehmen. Mhm. Hab Rückenschmerzen und ja, sonst eigentlich geht's mir recht gut. Ach, bist du also nett, ja? Ja. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt zur Mama. Mhm. Hi! Hä? Boah, hast du für uns Tisch reserviert? Nein! Ja? Was? Ich will nicht, dass du kommst. Warum bist du denn schon wieder hier, Hamza? Warum nicht? Du kommst doch morgen zum Grillen. Ja. Und was willst du heute hier? Essen? Nee, du willst meinen Kuchen essen, ne? Den will ich auch essen. Nee, nee, kriegst du nicht. Ey, sag dir was. Ich will den auch. Du darfst, aber danke. Er nicht. Ja. Immer wenn er frech war, habe ich gesagt, du kriegst gleich Biberst in deinen Mund. Uff. Anne, das ist jetzt alles meins, hä? Nicht alles meins. Nein. Nee, Alicia doch. Mag diesen Kuchen. Du ja. Magst doch keinen Kuchen. Ja. Wie? Außerdem musst du eben. Du hast doch abgenommen. Nee, ja. Er hat doch schon abgenommen. Ach, ja. 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 Also alles willst meins. Du wieder zunehmen ja. Oder was? Das ist nicht gesund. Nein, ich empfehle dir das auch nicht. Ich auch nicht. Wir essen das lieber, ja. Ne? Ja. So, Schatz, wo fahren wir hin? Zu Mama. Und was machen wir da? Grillen. Was willst du heute essen? Hähnchenspieß. Sicher? Sicher. Was, wenn ich dir nicht gebe? Du gibst mir. Nein. Mama gibt mir. Nein, du isst heute gar nichts. Du isst heute nur Brokkoli. Ich esse heute Köfte. Nein. Du isst Brokkoli. Nein. Du isst Baum. Schatz. Was? Heißt es Dönerbox oder Pommdöner? Dönerbox. Kleine Mira ist auch am Start. Ich hab so Hunger. Hast du Bock auf Grill? Ja. Bekommst aber nichts. Doch. Nein. Ich bekomme eher als. Papa, kriegt sie was? Ja. Ich bekomme. Sie kriegt er, du nicht. Ha. Ach du Scheiße. Okay. So, jetzt wird gegessen, ne? Mhm. Da hat die Kleine da unten Hunger, ne? Klar. Wir gehen jetzt einen Kleiderschrank angucken. Ja, weil wir einen neuen brauchen. Und? Was gucken wir uns noch an? Tapeten später. Ja, weil wir uns noch unschlüssig sind. Wir haben ja im letzten Vlog geguckt, aber war doch nicht so schön, wie wir dachten. Anne, was gut riecht? Unser Schrank, findest du den schön? Richtig schön. Den wir bestellt der haben. Der ist wirklich schön. Ja. Der ist echt schön. Findest Leute, du? Ihr seht den, wenn er kommt ja. Und aufgebaut wird, ne? Ja. Richtig schön. Schön. Ja, der ist wirklich schön. Ja. Hi, los. Mama, mhm. Alicia will pinke Tapeten haben. Oh Gott, Alicia. Nein. Nein. Die will doch. Ich nicht mehr. Das war ein Spaß, ne? Ja. Ich hab was für deine Tochter. Komm. Oh boy. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Einhorn. Ich schwöre, Einhorn. Guck mal. Ich habe das von drüben eben gesehen. Ne? Soll ich dir das mitkaufen? Ja. Ja? Ja. Kauf ich dir. Das ist Ausländer-Taktik. Ja. Wenn es regnet,
Einfach Kofferraum aufmachen und einfach unter Kofferraum chillen, ne? Ja, wir haben eine Überdachung jetzt. Ja, ne? Ja, ist so, ja, ne? Richtig. Ja, was willst du sonst machen? Willst du im Regen nass werden? Ne, ne, wir warten auf Alicia, weil sie noch was gucken wollte. Genau. Aber da andere Leute rein wollten, sind wir dann rausgegangen. Genau. Und ja, jetzt warten wir hier unter unserer neuen Überdachung. Genau. Gucken jetzt nach Kinderzimmertapete. Was willst du denn eigentlich für eine Tapete haben? Eine graue mit Herzchen. Ist auch süß. Super toll. Ich finde die total schlicht, aber findest schön. Findest du die? Ich finde die auch schön. Hast du schon was gefunden? Die mit Hände. Die mit Hände? Das darfst du aussuchen. Mhm. Aber den Rest baue ich ein. Ey, Schatz. Hä? Sie bekommt die gelbe Tapete. Nicht mal vielleicht. Nee? Nee, dann kriegst du die mit Paprika unten. Echt? In dein Schlafzimmer. Neben dir. Oh. So, jetzt versuchen wir nochmal unser Glück mit Tapeten, ne? Ja. Okay. Ich hoffe, dass wir eine finden. Ja, wir finden schon eine, ne? Ja. Einer, alles gut. Was war das denn? Hi. Was geht? Ne? Die in Grau wäre auch schön. Ja. Die machen Wettblättern, wer als erstes eine Tapete findet. Hä? Na und Elsa, hä? Ja. Aber wir wollen schlicht halten, oder? Willst du schlicht halten oder so willst du sowas? Sowas meinte ich auch. Sowas könnt ihr auch machen. Findest du das schön? Also ich finde Sticker auch gut. Und die ist wunderschön, also ich finde sie wirklich schön. Die ist schlicht und einfach schön. Und Glitzer. Und, wie findest du sie? Ja. Mama? Ich finde die wirklich schön. Dein Cowboy. Nee. Ich finde dein Ehemann. So ihr Lieben, wie ihr am Donnerstag bestimmt in der Story von Hamza mitbekommen hattet, hat Hamza heute seine Darmspiegelung und ich bin jetzt gerade hier und warte hier auf ihn, weil ich ihm versprochen habe, ihn nicht alleine zu lassen. Heißt, ich warte jetzt eine Stunde. Egal, mache ich doch liebend gerne. Ich bin froh, dass er es macht und ich bin auch froh, dass er es durchgezogen hat, weil Leute, was er da trinken musste, wow, er hat seit Mittwochmorgen 9 Uhr nichts mehr gegessen. Wir haben jetzt mittlerweile Donnerstag 17 Uhr, deswegen ich bin so stolz auf ihn, wirklich. Und ja, jetzt warten wir mal noch auf ihn und dann bin ich froh, wenn ich ihn gleich wieder abholen kann. Der Tag neues Glück. So, wir fahren jetzt nach Wolfsburg. Warum? Weil wir shoppen gehen. Und wir wollten nochmal nach Tapeten gucken. Und wir wollen Babyschuhe gucken. Ja, Babyschuhe. Hamza. Was? Was willst du mir da für Schuhe kaufen? Was will ich dir für Schuhe kaufen? Ja. Natürlich Air Force One. Außerdem, Leute, ich habe ein Newsletter von Michael Kors bekommen. Aber Pech, ich gehe da rein, obwohl Hamza das nicht möchte. Was sagst du dazu? Unnötig. Ich liebe Schoki. Du siehst so aus. Wir sind jetzt im Designer-Outlet und jetzt geht's los mit dem Shoppen, hä? Ja. Bist du gespannt? Ja. Willst du shoppen? Ja. Ja? Ja. Okay, dann go. Ach, da hat sie schon was gefunden, aber der ist klein, ne? Ja, für einen Wickelrucksack, ist der klein. Ja, für einen Wickelrucksack brauchst du den großen. Ja. Ist so. Aber ich finde, ich gehe da unter den großen. In den großen? Nee, ich finde nicht. Nee? Das ist der große. Ja, find, schon ein bisschen groß. Ja, ein bisschen unter, ne? Du gehst ein bisschen da unter. Auf jeden Fall. Warte. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hey, Michael Kors haben wir nichts gefunden. Nee. Der kleine war zu klein und der große war zu groß. Ja. Und jetzt sind wir bei Tommy. Jetzt haben wir hier einen Wickelrucksack bei Tommy gefunden. Ja. Und der Preis also ist ein Fünftel, ne? Ja, der ist und der, ich finde den auch schön. Und und auch praktisch und passt zu dir. Ja. Und dann hat sie noch ein Kleid gefunden. Ja. Dann hat sie noch ein anderes Kleid gefunden. Genau. Und dann habe ich noch einen Pulli gefunden. Warte, ich zeig dir. Zeig mal. Einmal dann habe ich noch den Pulli gefunden. Und? Dann habe ich noch mal einen schlichteren. Den Pulli gefunden. Wir haben uns jetzt Jacken angezogen, weil es kalt wurde. Ja, echt kalt geworden, und Leute. Einen Wickelrucksack hat sie jetzt auch. Ja. Jetzt erstmal ein Cappuccino. Ja, ich hab Bock drauf. Deswegen habe ich dir gekauft. Ja. Cappuccino. Cappuccino. Bon appetito. Kennst ich dir auch. Tomate kommt raus. Mag ich nicht, aber Alicia isst die, ne? Ja. Schatz, warum gehst du so langsam? Weil die Kleine gerade tritt. Tritt so? Ja, und das tut sehr weh. Ey, Mira, hör auf jetzt. Ja. Die Arme. Du bist so, tut mir so leid. Tu ich dir gar nicht. Ich weiß. Zum Abschluss gibt's ein Crepe, hä? Ja. Mit Kirschen? Ja, ich habe mit Kirschen und du hast mit Schoki, aber das ist nicht lecker. Nee, Kirsche ist nicht lecker, ey. Klar. Nee, ist es nicht. Hä, logisch. Nee, ganz sicher nicht.
Klar, Kirschen sind viel, viel leckerer. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Du bist nicht lecker. Oh, du auch nicht und trotzdem bist du da. Okay, tschüss. Tschüss. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Yes. Und wir sind echt tot. Und man sieht auch, wir sind richtig zerstört. Aber wir sind jetzt echt wieder zu Hause. Ich war, kann nicht mehr. War ich anstrengend? Oh. War ich anstrengend? Was? War ich anstrengend? Kann ich mir mal denken, ja, bist du. Ehrlich? Ein bisschen. Nein, du bist nicht anstrengend. Ja, ja. Wie er lügt. Ja.